Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Es geht direkt weiter und alter Verwalter. Action ohne Ende. Dieses Ärgernis hier mit dem Hubschrauber in der letzten Folge, das liegt mir immer noch ein bisschen im Nacken. Was haben wir hier noch? Mal mehr. 5 Points, ja klar. Warum auch nicht? Sind wir hier irgendwo durch? Ja, das sieht nicht gut aus. Wir können noch hier die Map aufrufen. Naja, vielleicht sollte ich hier auch einfach einen Fahrstuhl nehmen oder so. Oder hier weiter durch die Trümmer runter. Ich glaube, die Trümmer sind wohl die Option, die wir nehmen sollten. Ja, da war ein Save Point. Oh, das sieht mir so gefährlich aus, als ob da gleich irgendwas ganz Böses rumspaziert. Hier ist auch ein Fetter. Nee, nichts Fetter. Doch, da ist ein Fetter. Mit den scheiß Splitterdingern. Spielchen hier. Dann habe ich doch noch was bewegen gesehen. Hier liegt irgendwas? Ah ja, Schrot, ein bisschen Gesundheit. Das hat mich so angefunkelt. Mal nachladen. Oh, das war schlecht. Ich hätte vorher nachladen sollen. Was haben wir denn hier? Granaten? Wenigstens ist dafür gesorgt. Hier liegt auch nichts mehr. Sehr gut. Oh nein, ich will da nicht raus. Gucken wir mal auf die Map. Ja, hier ist wieder ein leerer Raum anscheinend. Oh, ganz so leer war der nicht. Und mit ein bisschen mehr Gesundheit macht das Ganze auch noch ein bisschen Spaß. Ja. Ah ja, wir sollen hier raus. Zumindest sieht es so danach aus. Oh, wei. Machen wir hier erstmal einen ruhigen und versuche hier mal ganz gemütlich runter zu spazieren. Bin mal gespannt, wo schon wieder die nächsten Schergen auf mich warten. Ich könnte es schnell machen, ich könnte es aber auch lassen. Ich lasse es lieber, weil das da unten sieht mir ein bisschen sehr bitter aus. Da ist das Tor in die Freiheit. Ich werde hier gleich so dermaßen umzingelt. Fuck. Es wurde ein gesuchter Verbrecher gesichert. Die Ausgangssperre ist noch sofort in Kraft. Bürger von Berlin, kehren Sie in Ihre Häuser zurück. Fuck. Alter, habt ihr das Ding gesehen? Besiege das Auge von London. Ist klar. Was ist das denn? Fuck. Verstecken Sie sich vor ihm, Cowboy! Sie können sich nicht ewig entziehen. Boah! Was, was, wo, wo, wie? Wenn Sie sich der Strafverfolgung entziehen, verschärfen Sie die Schwere Ihrer Straftat.
Das ist mir ein bisschen zu doll hier gerade. Was ist, wo ich bin? Ja gut, das geht ja. Ah, das ist wenigstens mal ein hilfreicher Tipp. Ich glaube, das ist wohl das Auge da. Kommt meine Schüsse überhaupt an? Wo ist das da, das Auge? Ist das da das Auge oder? Ja, ach so. Aha, now I got it. Ach, da unten ist auch nochmal irgendwas. Komm, mach das Auge auf. Danke sehr. Ah, das waren wieder die Raketen. Boah, das ist ja bitter, das Vieh. Ja, ich hab's verstanden. Danke. Voll die Konzentration. Ah, das war zu spät. Die macht ja alles. Jetzt aber. Das ist mir doch egal. Boah. Mal geschmeidig. Hör mal. Ja, 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 ja. Ich hab verstanden, dass du auch Maschinengewehre besitzt. Tolles Kackding. Ich will trotzdem. Da ist er. Hinschließen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Aber hier bin ich doch. Du musst mich doch nur holen. Boah. Ich dachte schon. Ein Ding von euch ist schon, von dem Ding ist hier auch schon mal im Eimer. Na komm. Ey. Eigentlich war das doch ein guter Treffer. Ah, da sind die MGs. Jetzt. Hä? Also irgendwie ist das hier ein bisschen viel Kram. Aber wieder ein Stück weniger. Das bringt nichts.
Jetzt muss der gleich wieder das Auge aufmachen. Genau. Jetzt kommt er gleich mit seinen Raketen an. Genau. So. Ich laber mich nicht zu. Du Lassette. Jetzt nimm deinen Turret. Dann kommt noch Facebook dazu. Autsch. That was very hot. Na komm, was kommt zuerst? Erste Auge? Nein, viel besser. So. Und der nächste Raketenwerfer am Eimer. Du bist der Bürger von London. Du hässliches Bratzenvieh. Was war das denn jetzt gerade für ein Glitch? Hey, das hat jetzt aber nicht gezählt. Voll buggy, das Vieh hier. Los, mach's Auge auf. Gleich, mein Freund, gleich, mein Freund. Scheiß Facebook. Ja, und? Ich bin doch eh schon ein toter Mann. So. Das Problem ist auch weg. Da ist noch irgendwas, was man abfeuern kann. Ah ja. Ah ja. Jetzt sehe ich's. Jetzt ein Gefummel. Nö, bringt irgendwie nix. Aber ich probiere jetzt was. Du bist die Bestrafung. Na komm. Das war's? Boah. Geil. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Totenkopf. Captain,
Panzer und sie sieht übel aus. Überraschungsangriff. Konnten sie nicht abwehren. Alle sind weg. Ich habe das tragbare Funkgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Sieht übel aus, Captain. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Totenkopfsleute sind überall. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauberhangar. Sitzen hier fest. Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Hab die anderen verloren. Sind entweder tot oder verstecken sich. Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Ihr ollen Säcke. Ihr habt meinen Freund getötet. Wo kommt das? Von da oben. Wie unzerstörbar. Behindert? Doch nicht unzerstörbar. Was soll das denn hier? Ja. Verzieht euch mal. Oh nö, das gibt's nicht. Mann! Hängt so ein Fetter. Boah. Durch. Komm. Ein paar Health Points wären nicht schlecht. Ach, wieso sollte es auch? Max. Scheiße. Schießen wir etwa auf Sie? Ich muss Ihnen was sagen. Frau Engel, sie hat Anja mitgenommen. Umzelt und Bombarde. Sie werden alle zur Totenkopfs Basis gebracht. Es ist mal wieder so weit. Caroline, können Sie nicht mit dem Lärm aufhören? Ich will das verdammte Ding zum Laufen bringen. Dann versuchen wir es leise, okay? Also, Captain, wir haben noch einen Hubschrauber im Hangar. Wenn Sie sich beeilen, können wir ihn uns schnappen und unsere Leute befreien. Genau so. Oh, hoppla. Brauch sich gar nicht hier gemütlich machen. Es wird Zeit, dass wir hier Ärsche rocken. Auf jeden Fall müssen wir hier nach unten. Ich muss mich hier erstmal umgucken. Das gefällt mir. Volle Life Points. Volle Rüstung. What the fuck? Sollte besser dann noch nichts mehr dafür haben. Ja. Vielleicht hier oben lang. Mann, voll daneben.
Ja, voll noch gefreut hier. Volle Dinge sind so. Arschlecken. Arschlecken. Oh, dafür habe ich einen goldenen Schuhlöffel. Yippie. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Trostpreis bekommen. Für außerordentlich gute Arbeiten. Ja, wo könnte es eine Alternative geben? Wer sind die Leute? Keine Ahnung. Ja, das können wir. Meine Güte, das ist mein Zuhause hier und ich kenne mich hier nicht aus. Holen wir doch noch einer. Mindestens einer. Ich hasse euch. Fetten Drecksviecher, wo seid ihr überhaupt? Ich sehe nicht mal irgendjemanden hier. Vogelschiss. Da ist was. Okay. Scheint gesessen zu haben. Kann ich mich hier nochmal hinlegen zum Schlafen? Das wäre nett. Aber natürlich nicht. Ah, fuck. Hier liegt noch dieses kaputte Viech rum. Panzerhund heißt das ja. Hier liegt ein Panzerhund rum. Aber einer war hier doch noch. Mann. Na gut, aber erstmal ein Cut. Bis zur nächsten Folge. Let's play Wolfenstein The New Order.